das neue Handy streikt. Der Händler will es nicht zurücknehmen. Fälle wie diese landen immer wieder bei Konsumentenschützerin Ulrike Weiß. Prinzipiell gilt, der Händler muss das Gerät ersetzen, wenn es schon beim Kauf Fehler hatte. Doch wie beweisen? Für den Kunden ist das schwierig. Weil die Gegenseite sehr oft damit argumentiert, dass es selbstverschuldet ist, dass man Bedienungsfehler hat, dass es Abnutzungserscheinungen sind. Also in der Praxis ist es sehr, sehr schwer. Derzeit gilt, Kunden haben 2 Jahre Anspruch auf Gewährleistung. Sie müssen aber beweisen, dass die Ware mit Mängeln verkauft wurde. Ausnahme, bis 6 Monate nach dem Kauf hat der Händler diese Beweispflicht. Das wird jetzt verlängert. Durch die Beweislastumkehr ist der Händler in der Pflicht. Der Händler muss beweisen, dass eben kein Mangel bestanden hat. Und das muss er derzeit 6 Monate lang beweisen. Und in Zukunft wird die Beweislast beim Händler 12 Monate sein. Also entsprechende Verbesserungen für Konsumentinnen und Konsumenten. Die EU gibt dieses neue Gesetz vor. Es tritt ab 1. Jänner 2022 in Kraft. Für Konsumentenschützer ist es zu dünn. Da finden wir als Konsumentenschützer, haben wir die Möglichkeiten, die sich schon jetzt in dem Gesetz ergeben hätten, nicht ausgeschöpft. Denn wir hätten eine Beweislastumkehr von 24 Monaten uns gewünscht. Es hätte die Verpflichtung auch geben können, dass man informiert, wie lange ein Produkt in etwa hält. Dann könnten Sie als Konsument abwägen Preis und Haltbarkeit. Weil wenn ein Produkt doppelt so lang hält, dann darf es auch mehr kosten. Also da hätte es schon im Rahmen dieses Gesetzes einiges an Verbesserungspotenzial noch gegeben. Neu ist jedenfalls, auch digitale Güter fallen künftig unter das Gewährleistungsrecht. Das betrifft zum Beispiel Apps oder Cloud-Dienste. Auch bei einer digitalen Dienstleistung haben Sie immer einen Vertragspartner, mit dem Sie den Vertrag geschlossen haben, der Ihnen diese Dienstleistung verkauft hat. Und an den können Sie sich dann wenden und sagen, das ist mir mangelhaft zur Verfügung gestellt worden. Ich möchte im Rahmen meiner Gewährleistungsrechte eben das geltend machen, ich möchte das mangelfrei haben. Also entweder noch einmal zum Downloaden bereitstellen, damit ich das als zweites Produkt mehr oder weniger in Anspruch nehmen kann, oder eben in irgendeiner Form eine Reparatur bereitstellen. Sei es mit einem Kundendienst, also da müssen wir uns auch nur ein bisschen herantasten, wie das dann in der Praxis sein wird. Auch Navis können zurückgegeben werden, etwa wenn Updates fehlschlagen. Wenn die Software nicht funktioniert, ist es genauso ein Grund für die Gewährleistungsrechte, Austausch, Preisminderung oder in letzter Konsequenz auch, dass der Vertrag hinfällig wird. Wichtig auch, wer kaputte Ware zurückgibt, hat nicht automatisch Recht auf Geld zurück. Der Händler kann das Produkt auch reparieren oder ersetzen.